Ja, ich glaube, ihr wisst schon, was passiert. Und Tabaluga wird im kommenden Jahr 40 Jahre alt. Und er hat sich ein neues, großes Abenteuer vorgenommen. Er möchte nämlich... Tabaluga möchte nämlich den Planeten, die Erde retten. Das ist die Aufgabe, die Tabaluga sich jetzt gestellt hat. Und ich bin mir sicher, mit so guter Musik gelingt das auch. Königreich der Liebe, Linda Theodosiou und der großartige Peter Maffay! Ich kann es nicht mehr sehen und kann es einfach nicht verstehen. Wir leben einem Ort, was oft am Wesentlichen fehlt. Komm, wir öffnen unsere Herzen, um zu spüren, worum es am Ende wirklich geht. Und es ist ganz egal, ob schwarz, ob weiß oder woran jemand glaubt und ob's ein anderer nicht tut. Diese Welt ist unsere Heimat und es steckt die gleiche Farbe in unserem Blut. Wir schauen auf dieselbe Sonne und auf denselben Mond. Wir teilen uns dieselbe Es geht nicht um die Farbe deiner Haut oder um das, woran du glaubst. Komm, wir bauen ein Königreich mit Liebe auf den Thron. Komm, wir bauen ein Königreich mit Liebe auf den Thron. Ich hab mich oft gefragt, warum so vieles uns entzweit. Wenn doch jeder weiß, dass nur die Liebe hilft und Wunden heilt. Komm, wir öffnen unsere Herzen, denn nur das gibt uns die Kraft, uns zu vereinen. Wir schauen auf dieselbe Sonne und auf denselben Mond. Wir teilen uns dieselbe Erde, sind alle im selben Boot. Es geht nicht um die Farbe deiner Haut oder um das, woran du glaubst. Komm, wir bauen ein Königreich mit Liebe auf den Thron. Linda Theodosiou und Peter Maffay! Dankeschön. Dankeschön.
Ah, jetzt habt ihr uns aber beseelt. Mama mia, hat das gut getan. Linda, du siehst fantastisch aus. Ich habe auf Instagram gestern gesehen, dass du dich ready gemacht hast. Schön, dass du da bist. Danke. Peter, wie schön. Komm mit. Gerne. Nehmt gerne Platz neben Adriano. Wir haben uns sehr amüsiert, oder? Es hat Spaß gemacht, Adriano. Hi, ich bin die Linda. Hallo, Linda. Wie geht's dir? Mir geht's gut, dir? Schön. Fühl mich gut. Du hast ganz toll gesungen. Dankeschön, ihr auch. Dankeschön. Ja, fand ich auch. Habt ihr ganz gut gemacht. Wirklich sehr schön. Peter, bei Tabaluga, bei dem neuen Album, bei dem neuen Abenteuer widmet ihr euch einem Problem, auch der Zukunft unserer Kinder, dem Klimawandel. Was kann dein kleiner Drache dagegen tun? Er darf nicht zu viel Feuer spucken. Das stimmt. Ja? Nein, es ist eine wahre Geschichte eigentlich, ja. Giovanni, die wir erzählen. Die Welt von Tabaluga und von Arktos ist in Bedrängnis, weil so vieles schiefläuft, ähnlich wie das bei uns der Fall ist. Ja. Und dabei haben wir eine so wunderschöne Welt, die es zu bewahren gilt für die kommenden Generationen, weil die lebenswerte Umstände erleben müssen in ihrem Leben. Das passiert. Unsere Geschichte geht gut aus. Ja. Und ich hoffe, unsere aller Geschichte geht gut aus. Denn alle kommen zur Erkenntnis, dass die Welt viel zu schön ist, um zuzulassen, dass sie zerstört wird. Ja, so ist es. Ach, Peter, wie schön. Linda, ich freue mich so sehr, dass du hier bist. Wir kennen uns schon so lange und ich muss sagen, Linda gehört wirklich zu den besten Sängerinnen dieses Landes. Und ich freue mich so sehr, dass du heute Abend mit Peter hier bist. Oh, wow. Richtig super. Oh, danke schön. Wirklich so großartig. Danke schön. Du hast hier eine Bühne, die du jederzeit bespielen kannst, wenn du was machen möchtest. Wir sind ready. Wir sind ready für dich. Oh, das ist lieb. Das ist auch übrigens eine wunderschöne Bühne, by the way. Und eine Mega-Band. Danke sehr. Ja, einen großen Applaus für unsere Band nochmal, die einen großartigen Job gemacht hat. Linda, du hast... Du spielst ja in Peters Band, singst da auch schon ein Weilchen jetzt mit und hast aber auch schon bei Tabaluga mitgespielt, als Lilly. Ja, genau. Welche Verbindung hast du zu Tabaluga? Gab es da auch einen in der Kindheit? Auf jeden Fall, klar habe ich Tabaluga natürlich geschaut. und ich war tatsächlich ein totaler Fan auch eben von Lilly. Also und das war für mich unglaublich, dass ich sie dann singen durfte. Das war generell einfach unfassbar, dass ich überhaupt... bei Peter in der Band mitspielen durfte und mitsingen durfte und das halt immer noch mache. Und ja, das ist halt jedes Mal eine super Ehre für mich. Das ist echt. Aber ich war immer vorsichtig, wenn ich mit Linda auf die Bühne gegangen bin, weil es ist so leicht fällt, jeden in Grund und Boden zu singen. Na, bitte. Aber ich genieße das sehr. Wo kann man das denn live erleben? Wo kann man euch gemeinsam live erleben? Wie geht's weiter bei euch? Wir haben vor 4 Wochen unsere Tour, die wir 2,5 Jahre lang verschoben haben, endlich zu Ende gespielt. Es war wirklich ein unwahrscheinlich schöner Zeitraum, endlich auf der Bühne wieder stehen zu dürfen. Die Bühne sah irre aus, eine riesen Gitarre war da. Eine Gitarre, genau. Wir sind über den Hals reingegangen. Also. Ein Fest, welches einen ganzen Monat lang angehalten hat. Und es wird da ein bisschen dauern, bis wir wieder in dieser Form unterwegs sind. Wahrscheinlich nächsten Sommer erst. Wunderschön. Tabaluga, die Welt ist wunderbar. Ein ganz, ganz wundervolles Album. Vielen lieben Dank, dass ihr hier seid. Linda, wir sehen uns wieder. Und Peter, wir sehen uns definitiv wieder heute noch. Denn wir werden gemeinsam mit einem guten Freund im Bunde über 7 Brücken musst du gehen singen. Ich glaube, da möchten alle dabei sein heute Abend. Wenn wir das machen, da freue ich mich sehr drauf. Mit wem wir das machen, verraten wir euch gleich. Gestern ging The Voice zu Ende. Du bist Zweiter geworden. Dein Talent mit dir. Ja, ich weiß, du hast mich heute bei der Probe schon korrigiert. Dein Talent ist mit dir gemeinsam Zweiter geworden. Ist ein guter Einstand gewesen. Ja, ich muss sagen, für mich war es eine unfassbare Erfahrung, so viele junge, wahnsinnig begabte Menschen zu erleben in so kurzem Zeitraum. Und 4 haben es geschafft ins Finale. Jeder hätte eigentlich siegen können. Ja. Aber es gab nur natürlich einen Sieger. Und das war eine großartige junge Künstlerin, die aus Rumänien stammt. Was? Mark Forster hat sich gefreut, weil er hat zum ersten Mal gewonnen überhaupt, glaube ich. Ja, und Julian hat den 2. Platz bekommen. Ja, großartig. Also wir schwebten ein bisschen. Wie schön.